Happy Birthday to you. Herzlichen Glückwunsch an alle Leute, die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei Wert of Gamble. Ich spiele heute Mech Arena, leider kein Free Fire, irgendwie geht das Spiel heute mal wieder nicht bei mir. Habe ich schon lange nicht mehr gehabt, aber passiert irgendwie immer wieder. Dann wollte ich jetzt gerade Mech Arena spielen oder möchte jetzt Mech Arena spielen und ich habe gesehen, da gibt es jetzt was Neues. Sturmangriff. Dann werden wir da mal reinschauen. Viel Spaß. Okay, was ist Sturmangriff? Ich weiß es nicht. Ich bin mal richtig gespannt, was das ist. Spielt man da gegen der KI und muss Leute abwehren, so wie Defense Tower? Was sind das jetzt hier? Ja. Was für mich ist das? Ah, okay. Ja, und oh schön. Wie viel muss man davon abwehren? Ah, da oben steht, um rechts. Eine von fünf Wellen. Okay. Wo schieße ich denn hin? Erste Welle abgeschlossen. Krieg ich wieder Leben? Nein? Da sollte ich glaube ich woanders hingehen, oder? Also ich kann über das ganze Feld, glaube ich, laufen, so wie es aussieht. Okay, ich weiß Bescheid. Ich kann alles benutzen. Ich habe hier aber 2 Minuten Zeit, um die ganzen Wellen zu zerstören. Okay. Oh, ich bin gleich down. Da kommen alle her. Die Zeit läuft weiter. Ah, da steht, wie lange ich brauche. Ich gehe gar nicht runter. Hey, ich muss doch erst noch schauen, wie das geht. Ich glaube, da ist doch einer. Dann habe ich alle. Abgeschlossen. Rennen wir schnell nach da hinten. Okay. Wieder nur noch einer? Alle down? Oh, das ging auch schnell jetzt. Okay, die kommen da alle angerannt.
Oh! Meine Güte! Bin ich mich gerade erschrocken. Tauchen die auf einmal hinter mir auf hier. Nachladen. Schütze, okay. Oh, da ist ein Boss. Sind schon mal mehr. Ah, der hat mich gestunt. Das können die auch. Okay. Jetzt sind wir noch der Boss. Halbes Leben weg, okay. Und nochmal schießen. Jawohl. Abgeschlossen. 6 Minuten und 7 Sekunden. Ich glaube ein bisschen lange. Aber erstens, ich kannte den Mech gar nicht, also ich habe den nicht. Wie lange geht denn das? 12 Runden. Okay. Also ich kenne den Mech nicht und. Die Waffen kenne ich. Ah, okay. Die Waffen kenne ich auch. Nur meine sind nicht so stark. So stark bin ich später. Boah, heftig. Das ist der gleiche Mech. Nur mit den Disco Launcher. Kenne ich auch. Aber auch nicht die 16er, ich habe die kleineren. Was das hier? Achso, kann ich kaufen dann. Dann gehen wir mal gleich weiter. Lassen wir uns jetzt so durchlaufen hier so. Nee. Passt schon. Probieren die nächste Runde. Und danach noch eine Runde. Wann wird das zu lange? Spawn die mal in der gleichen Ecke wieder. Warum pusse meine Maus? Okay. Bei denen kann ich mich eigentlich hier so hinstellen und dann. Dann mal so schießen und so machen. Kann mich immer gut verstecken, wenn die mal da hinten spawnen. Upsa. Habe ich aus Versehen gedrückt. Wenn die da hinten gespawnt werden, bleibe ich hier stehen. Also dann ist es ja ganz easy. So. Ich bleibe mal hier hinten stehen. Vielleicht spawnen die ja hier oben in der Ecke. Oh, da ungefähr. Oh, nachladen. Ah. Abgeschlossen. Also wenn das jetzt die Quest ist,
Oh, und da kommt einer. Bisschen verwirrt hier mit zwei Anvisierungen und hat nur 3 Sekunden Abklingzeit. Ist ja heftig, geht ja schneller als unten. Hallo, das war aber flott hier, ne? Flotti Karotti. Da ist einer. Kommandant. Kommandant und noch ein anderer ist da. Wow. Ja, abgeschlossen. Sind wir nächstes hinterher? Jetzt weiß ich ja, wie es geht. Wird langsam immer schneller. Also eine Minute brauche ich anscheinend für eine Welle. Du brauchst eine folgende Mesh. Ach. Jetzt muss ich den kaufen. Na gut. Das hat das ja auch clever gemacht, ne? Guck mal, da kriegt man immer schön Sachen. Und dann hast du die ersten 2 Runden gespielt, möchtest die 3. Runde spielen, holen 17 Euro. Nöp, meine ich. Gut, dann übrigens, ich hatte letztens mit meinem Mech den Erfolg fertig, da ich mir gedacht, komm, dann nehme ich jetzt einen anderen Mech und habe mir den halt ausgesucht, ne? Den neuen, den Hemlock. Den habe ich mit einer RPG ausgerüstet, mit der Rakete. Und die zeige ich euch jetzt mal. Viel Spaß, bis gleich. Okay, ich spiele jetzt den Control Point, weil das andere ist ja FFA und da ich finde den Hemlock auf FFA. Ich wollte eigentlich Hemlock spielen. FFA Hemlock finde ich nicht ganz so gut. Lass mich doch durch, ja, mein. Na super. Einfach abfeuern hier. Zack. Ich probiere hier mich schnell down zu kriegen. Natürlich irgendwie etwas noch zu erwischen. Okay. Also ich verstecke mich nicht, ich laufe hier immer so hin und her, damit sie mich auch töten, wenn sie es schaffen, damit ich dann gleich Hemlock spielen kann. Hemlord. Hemlock. Aber scheint so, dass die gar nicht gewinnen wollen.
Oh, wieder einer down. Der hat Raketen. Und? Ah, nicht erwischt. Okay, jetzt hole ich den Hemlock raus. Da ist er direkt hier ins Geschehen. Einmal stunnen. Und nochmal stunnen. Nachladen. Zack, 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 zack. Da darf kein Hindernis im Weg sein, um meine Fähigkeit zu benutzen, um rüber geht. Hab dich. Oh, ich hab daneben geschossen, das geht auch. Okay, das Schild habe ich schon gehört. Kann mein Ding jetzt abwehren. Oh, ach, ich hab schon gewonnen. Gut, dann ist ja okay. Gut, das war die erste Runde und die letzte Runde. Ja, und zwei Runden waren ja Sturmangriff. Gut, dann würde ich sagen, das war's für heute. Ich werde noch schnell hier juhu, meine Quest abholen. Zack, 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 zack. Und dann zweiter Platz. Scon war erster. Gut. Ich habe mehr Kills. Egal. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ich hoffe, am Montag geht mein Free Fire wieder. Tschüss.